Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Brüder und Schwestern, Alhamdulillah, mit der Gnade Allah subhanahu wa ta'ala haben wir die letzte Khutbah über die Aufrichtigkeit, über Al-Ikhlas gesprochen. Über die Aufrichtigkeit. Das heißt, dass du deine Ibadah, dass du deinen Gottesdienst einzig und alleine nur für Allah subhanahu wa ta'ala machst. Das ist eine Bedingung für die Annahme der Taten. Wenn du willst, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Tat annimmt, so musst du zwei Bedingungen erfüllen. Wie die Gelehrten uns aus den Beweisen aus Koran und Sunna beigebracht haben, liebe Brüder und Schwestern. Die erste Bedingung ist, dass du deine Tat mit Ikhlas verrichtest, Aufrichtigkeit. Alhamdulillah haben wir das letzte Mal darüber gesprochen und heute werden wir darüber sprechen, dass die Weise nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfolgen muss. Wenn du eine Tat im Dien machst, wenn du eine Tat in der Religion machst, dann musst du die Tat so machen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es dir beigebracht hat. Allah azza wa jal, er sandte diesen großartigen Gesandten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der reinste aller Geschöpfe, der gottesfürchtigste aller Geschöpfe, der beste unter der Sonne Allah subhanahu wa ta'ala, damit er die wunderbare Aufgabe übernimmt, uns unsere Religion beizubringen. Und von niemand anderen dürfen wir die Religion übernehmen, außer von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liebe Brüder und Schwestern. Wenn wir sagen, Ashhadu an la ilaha illallah, dann heißt es, dass wir niemand anderen mit Recht und Wahrheit anbeten außer Allah. Und wenn wir sagen Muhammad Rasulullah, dann ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam der einzige, den du in der Anbetung hundertprozentig folgen darfst. Das ist die Stufe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war in Hajj al-Wada', das war die Abschiedspilgerfahrt. Er war, liebe Brüder und Schwestern, auf dem Berg von Arafah, ein gesegneter Ort. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat 23 Jahre den Koran zu den Menschen getragen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihn offenbart hat. Und an dem Tage, als er auf Arafah war, hat Allah subhanahu wa ta'ala Ayat auf ihn offenbart, für die die Juden uns beneiden. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet, vollendet, und ich habe meine Gnade an euch vollendet und ich bin zufrieden mit der Religion des Islam. Das sind wessens Worte? Die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Religion vollendet hat. Diese Religion, liebe Brüder und Schwestern, braucht keinen Erneuerer, der uns was Neues in die Religion reinbringt. Diese Religion braucht niemanden, der uns die Religion neu erklären will, anders als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba radiallahu anhum, seine Gefährten, seine gesegneten Gefährten es gemacht haben. Nein, diese Religion ist vollendet. Allah hat sie vollendet und er ist zufrieden mit der Religion des Islam. Wallahi, billahi, tallahi, bist du nicht zufrieden mit dieser Religion, dann bist du kein Muslim. Du widersprichst Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt dir, er hat die Religion vollendet mit allem, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns zu uns getragen hat. Und du sagst nein. In der Religion fehlt etwas. In der Religion gibt es etwas, was man ergänzen muss. Fürchte Allah subhanahu wa ta'ala, dass du so ein Denken hast. Wallahi, wir müssen hier sehr aufpassen, liebe Brüder und Schwestern. Weil es geht hier um Dien, es geht um die Religion. Und deswegen haben wir bestimmte Spielregeln in der Religion. Subhanallah, schaut mal, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Religion vollendet. Aisha radiallahu anha, unsere Mutter Aisha radiallahu anha, sie sagte, man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama shay'an min kitabillah. Derjenige, der behauptet, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas vom Buche Allah subhanahu wa ta'ala versteckt hat, verborgen hat, das heißt, er hat das für sich genommen, aber er hat es nicht weitergetragen, der hat über Allah subhanahu wa ta'ala gewaltig gelogen. Der hat über Allah subhanahu wa ta'ala eine gewaltige Lüge erzählt. Warum? Weil Allah die Religion vollendet hat.
Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wurde von Allah subhanahu wa ta'ala beauftragt, diese Botschaft zu den Menschen zu bringen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, liebe Brüder und Schwestern, Ya ayyuha rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. O du Gesandter, verkünde, was von Allah subhanahu wa ta'ala zu dir offenbart wurde. Wa in lam taf'al, fama ballaghta risalata. Wenn du das nicht tust, so hast du seine Botschaft nicht überbracht. Wallahu ya'simuka minan nas. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich vor den Menschen schützen. Das war der Auftrag vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er musste ihn vollenden. Wenn er ihn nicht vollendet hat, dann heißt es, unsere Religion, in ihr fehlt etwas, liebe Brüder und Schwestern. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und wir reden hier über die Religion. Wenn er etwas nicht gesagt hat, dann darfst du es auch nicht sagen. Wenn er etwas nicht getan hat, dann darfst du es auch nicht tun. Und wenn er etwas nicht geglaubt hat, dann darfst du an dieses auch nicht glauben. Wie willst du sonst behaupten, dass du denjenigen folgst, der zu den Menschen gebracht wurde, damit man ihm folgt? وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. So ist für euch in den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein vorbildliches Beispiel gegeben worden. Halt dich an diesem Beispiel und du wirst nicht irre gehen. Subhanallah. Früher war das Wasser rein, liebe Brüder und Schwestern. Zu der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum war das Wasser rein? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam da war. Wenn jemand etwas Falsches gemacht hat, dann hat er ihn darauf hingewiesen. Und er hat es dann richtig gemacht. In der Zeit der Sahaba radiallahu anhum, sie haben mit äußerster Aufmerksamkeit die Religion Allah subhanahu wa ta'ala geschützt. Mit äußerster Aufmerksamkeit. Und sie haben nichts durchgehen lassen, was gegen Kitab und Sunna war. Was gegen Koran und Sunna war. Deswegen hatten wir damals eine reine Religion. Aber schaut mal, in welcher Zeit leben wir heute, dass subhanallah so viele Sekten und Gruppierungen entstanden sind. Warum? Weil keiner mehr da ist, der aufpassen kann, liebe Brüder und Schwestern. Leider sind wir nicht wie die Sahaba, dass wir diese Religion reinhalten. Jeder nimmt heute die Religion von irgendjemandem. Man nimmt die Religion vom Bäcker, man nimmt die Religion vom Kfz-Mechaniker, man nimmt die Religion, wenn es sein muss, auch von der Gärtnerin. Hauptsache, man kriegt etwas gesagt, liebe Brüder und Schwestern. Nein, unsere Religion ist nicht so. Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, der große Tabi'i, er sagte, inna hadha al-ilma din. Wahrlich, diese Religion ist Din, ist Religion. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. So seid vorsichtig, von wem ihr eure Religion nimmt. Warum? Weil diese Religion, mit dieser Religion, wenn du sie richtig praktizierst, dann wirst du bi'idhnillah ta'ala ins Paradies gehen. Aber praktizierst du diese Religion falsch, wallahi, dann sei dir sicher, dass du in großer Gefahr bist. Wir wollen heute darüber sprechen, dass wir befolgen sollen und nicht erneuern. Wir befolgen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil wir Muslime sind. Wir führen uns ein Beispiel an den Sahaba radiallahu anhum, weil wir Muslime sind, liebe Brüder und Schwestern. Und so sollten wir erstmal wissen, was bedeutet die Bid'a, über die wir heute sprechen. Es gibt so viele Leute, die etwas Neues in die Religion hinzufügen und sie haben kein Recht dazu. Wenn wir über die Religion sprechen, dann sagen wir, Al-Bid'a hiya kullu amrin muhdathin fid din. Das ist jede Erneuerung, die man in der Religion macht. In der Religion! Das bedeutet kein Flugzeug, das bedeutet kein Auto, keine Waschmaschine, keine Kamera, liebe Brüder und Schwestern. Sondern wir reden hier über die Religion, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es uns beigebracht hat. Und Ibn Kathir al-Hafiz rahimullah ta'ala sagt, al-Bid'atu qisman. Die Bid'a besteht aus zwei Arten. Bid'atun shar'iyya, das heißt das, was in der Religion erlaubt ist. Was ist das, liebe Brüder und Schwestern? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer in unserer Angelegenheit, das bedeutet in unserer Religion etwas hereinbringt, was nicht dazu gehört, gehört abgewiesen. Niemand will mit so einem Menschen etwas zu tun haben. A'udhu billah. Wir haben gesagt, Allah hat die Religion vollendet und dann kommt einer, der nicht die Stellung von Allah subhanahu wa ta'ala hat, mit Sicherheit nicht, und er sagt, nein, in dieser Religion können wir etwas Neues machen. Und Al-Hafiz sagt, die zweite Art von Al-Bid'a ist, liebe Brüder und Schwestern, Bid'atun Lughawiyya. Das heißt, die sprachliche Bid'a, wie Umar ibn Khattab radiallahu anhu gesagt hat, Ni'mal Bid'a hadhi.
Wie schön ist diese Bid'ah? Er meinte das sprachlich, liebe Brüder und Schwestern. Und subhanallah, schaut mal, wenn wir unsere Religion nicht lernen, wenn wir unsere Religion von irgendwelchen Erneuerern oder Sektenführern nehmen, dann werden wir das nicht verstehen. Umar ibn Khattab, weil manche kommen mit diesem Argument und sagen, Umar selber hat gesagt, was für eine schöne Bid'ah. Er hat das sprachlich gemeint. Was Umar ibn Khattab meinte, er hat die ganzen Menschen im Ramadan, im Tarawih-Gebet, ist Tarawih-Gebet bestätigt in der Religion? Natürlich, durch wen? Durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie es in einer Überlieferung bei Imam al-Bukhari heißt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam drei ganze Nächte zu den Sahaba radiallahu anhum rausgekommen ist und er hat sie im Gebet angeführt. Aber dann hat er nicht weitergemacht, weil er hatte Angst, dass dieses den Sahaba zur Pflicht aufgelegt wird und dann wäre es für uns tatsächlich Pflicht gewesen. Aber als er gestorben ist, so hat doch die Offenbarung geendet. Es kann nicht mehr Pflicht gemacht werden, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Einzige war, der Offenbarung bekommen hat, liebe Brüder und Schwestern. Und schaut mal, subhanallah, Umar ibn Khattab hat diese Sunna wiederbelebt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat doch damit angefangen. Und wenn er sagt, was für eine schöne Bid'ah dann deswegen, weil Umar gesehen hat, dass alle Menschen sich wieder hinter einem Imam versammelt haben. Wie wir in Tarawih-Gebeten jetzt auch alle hinter einem Imam beten. Das meinte Umar ibn Khattab sprachlich, liebe Brüder und Schwestern. Aber schaut die Irregegangenen, die ihren Gelüsten folgen. Sie kommen mit solchen Argumenten. Fürchte Allah, denkst du, Umar ibn Khattab war ein Mubtadi'? A'udhu billah. Wallahi, wer das behauptet, der hat etwas Gewaltiges über die Sahaba radiallahu anhum wa ardahum behauptet. Man sanna fil islami sunnatan hasana. Wer im Islam eine gute, wer im Islam etwas wiederbelebt, so ist die richtige Übersetzung. Wer im Islam etwas wiederbelebt, ist ebenfalls eine Sache, ein Hadith, was die Leute nehmen. Dieser Hadith ging um eine bestimmte Sache, die bei Imam Muslim berichtet wurde. Männer sind zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen, sie waren arm. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nach Leuten gesucht, die für sie Sadaqa geben. Ist die Sadaqa vom Dien? Natürlich ist die Sadaqa vom Dien. Deswegen hat er den Leuten Bescheid gesagt, sie sollen spenden für diese Männer. Und als sie gespendet haben, Sadaqa, was einen Ursprung in der Religion hat. Allah hat uns gesagt, wir sollen Sadaqa geben. Oder hat er uns das verboten? Hat Allah uns nichts darüber gesagt? Hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns darüber nichts gesagt? Natürlich, das ist bestätigt in der Religion. Als die Leute ihm diese Sadaqa gegeben haben, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, man sanna fil islami sunnatan hasana. Wer im Islam eine gute Tat wiederbelebt. Das heißt, sie ist schon bestätigt im Islam, liebe Brüder und Schwestern. Und derjenige, der im Islam etwas wiederbelebt, was nicht bekannt war unter den Leuten, der wird den Lohn von allen bekommen, die ihm dabei folgen. Subhanallah, so ist unsere Religion. Wenn du in einer Gegend bist, die Leute kennen den Siwak nicht, den Zahnstock, womit sie ihre Zähne sauber machen, und du holst den Zahnstock raus und fängst damit an, und alle folgen dir da drin, dann wirst du auch den Lohn dafür bekommen. Von jedem Einzelnen, der das macht. Aber genauso, wer eine schlechte Tat einführt und die Menschen folgen ihm da drin, waliyadu billah, der wird, liebe Brüder und Schwestern, subhanallah, die Strafe von allen Leuten bekommen. Die Sünden von allen Leuten bekommen. Wenn einer anfängt mit komischen Hochzeiten, wie wir sie heute erleben, disco-mäßig, ja, man sagt, ja, lieber sind sie Muslime unter sich, als dass sie mit den Kuffar tanzen. Einen Riesenunterschied finden wir, subhanallah. Und dann siehst du, er hat das eingeführt, die Leute folgen ihm da drin, für jeden Einzelnen, der ihm da drin folgt, wallahi, er wird die Strafe bekommen. Er wird die Sünde davon tragen. So ist das in unserer Religion. Weil wir wurden geboten, dass wir Gutes machen und nicht Schlechtes machen, liebe Brüder und Schwestern. Und subhanallah, wir müssen eine Sache verstehen. Wallahi, und das ist mein Zeugnis heute an euch. Ich rede kein Wort von mir aus und Allah ist mein Zeuge. Ich rede nur vom Koran und Sunna. Und derjenige, der das nicht hören mag, der verleugnet Koran.